Assistenzarzt Frederik Seehauser hat Reporterin Claudia Burini für eine Gesundheitskolumne Rede und Antwort gestanden. Dass die engagierte Journalistin kurz darauf von der Fragestellerin zur Patientin wird, damit rechnet der Mediziner natürlich nicht. Ich bedanke mich für das aufschlussreiche Interview. Frau Burini, vielen lieben Dank. Und ja, ich mache das fertig, den Artikel, schicke Ihnen den vorab noch mal zu. Ne? Super. Also ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank Ihnen vielmals. Ja. Alles okay? Ja, alles gut. Sah aber gar nicht so aus. Ja, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen Ziepen im Rücken, aber okay. Ein bisschen viel Stress einfach mit dem Kind und neuen Job wieder rein, jetzt Fuß fassen, das ist momentan einfach ein bisschen. Haben Sie das aber bei jeder Bewegung, wenn Sie nach vorne beugen, oder? Nein, nein, es ist alles kein großes Drama. Gut. Sollen wir nicht mal lieber mal rüberschauen? Nein, nein, ich muss auch los, mein Kleiner ist bei meiner Schwester und ich will das auch nicht überstrapazieren, weil sie passt so immer schon ziemlich viel auf ihn auf. Jetzt haben Sie mir einen Gefallen getan, jetzt kann ich Ihnen auch einen Gefallen, das dauert ja 5 Minuten allerhöchstens, wir schauen einfach mal drüber. Ist der Behandlungsraum denn frei? Ja, das ist frei. Okay, wenn es 5 Minuten dauert. Ja, dann schauen wir mal. Okay. Es war schon ganz schön besorgniserregend, dass eigentlich so eine junge Dame wie Frau Burini solche Schmerzen bei alltäglichen Tätigkeiten hat, wie zum Beispiel im Aufheben ihrer Handtasche. Und da quasi ja eine Hand wäscht die andere, sie mich vorher interviewt hatte, habe ich gedacht, es kann nicht schaden, da mal drüber zu schauen. Und im Endeffekt muss man sagen, Gott sei Dank habe ich mal drüber geschaut. Okay, dann schauen wir das Ganze mal an. Und ansonsten, Sie sagten gerade, im Moment ist es ein bisschen stressiger und Sie sind jetzt wieder im Beruf. Waren Sie in der Elternzeit oder wie war das? Ja, genau so ist das. Ja, ja. Und dann ist es halt leider so, dass der Kindesvater und ich, wir sind nicht mehr zusammen. Und dann kommt natürlich auch alles auf einmal. Nun bin ich da allein mit dem Kind und ja, guck da, dass ich wieder beruflich reinkomme. Ich meine, ich liebe meinen Job total, aber es ist eben trotzdem momentan noch schwierig. Ne? Die digitalen Medien und die Stellen werden abgebaut im Printbereich. Naja, das ist ein ganz schöner Wandel, ne? Da muss man kämpfen, genau so ist das. Ja, genau, ich habe hinten schon angelegt. Da ist noch ein Knopf, komm, schaffen wir so. Ja. Wunderbar. Okay. Klasse, perfekt. So, nicht erschrecken, die Hände sind noch ein bisschen kalt, das sieht aber ein bisschen Infektionsmittel. Ich werde jetzt einfach mal die Wirbelsäule ein bisschen abtasten. Mhm. Und Sie sagen einfach primär, wo es am meisten Schmerzen macht. Mhm. Wir fangen erstmal ganz weit hier oben an, im Nackenbereich. Rückenschmerzen haben meistens eine Ursache. Und diese liegt, falls es nicht traumatisch bedingt ist, häufig auch an alltäglichen Bewegungsformen oder Haltungsformen. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag so gekrümmt arbeite oder so sitze, ist das ein pathologischer Haltungsschaden und kann zu Rückenschmerzen führen. Stress ist auch ein Faktor, der Rückenschmerzen verursachen kann. Gerade alltäglicher Stress, der kann sich häufig manifestieren im Halswirbelsäulenbereich durch die ganze Anspannung, die dort herrscht. Und dadurch entstehen dann eben Nacken- und Kopfschmerzen. Oh. Da. Genau da. Ja, das würde auch passen zu der Symptomatik, die Sie gezeigt haben gerade. Ja, das fühlt sich nicht gut an. Und auch nur, wenn man so ganz leicht so ein bisschen... Okay, ganz leicht mal nach vorne beugen, bitte. Okay. Und wenn ich dann jetzt hier so... Das tut auch schon weh. Okay. Ja, Anna, ich glaube, da kann man auch nur durchs Handauflegen und Untersuchen nicht viel erkennen. Wir müssten hier einmal ein Röntgen anmelden für die Frau Burini. Aber Röntgen? Also Sie haben doch gesagt, das geht jetzt ganz schnell. Ja, da bin ich auch eher davon ausgegangen, dass wir vielleicht ein Hämatom finden, dass Sie gestürzt sind, sich verhoben haben. Aber so kann man wenig sehen. Und durch so ein Röntgen, gerade der Wirbelsäule, kann man erkennen, ob da irgendwas vorfällt. Ja, das passt mir aber jetzt wirklich gar nicht. Können wir das nicht irgendwie einen anderen Tag machen? Also aber schauen Sie, wir sind ja jetzt gerade hier. Und wenn Sie kurz warten, das wird in der nächsten Zeit sicherlich frei sein. Da ist relativ viel, viel los, dann ist es recht voll. Müssen wir gleich ein bisschen, müssen Sie auf jeden Fall warten. Dann kann ich doch vielleicht einen anderen Tag noch mal wiederkommen, oder? Wenn Sie einmal da sind, ist es schon besser, wenn Sie es heute machen lassen. Ja. Ne? Also dann müssen Sie aber noch länger warten. Ich muss auch den Artikel noch fertig machen, ich muss meinen Sohn abholen. Also ich kann jetzt hier nicht 2-3 Stunden noch warten. Aber Frau Burini, schauen Sie mal, Sie sind ja auch im Alltag eingeschränkt. Wenn Sie nicht mehr nach vorne beugen, könnten schon Schmerzen haben. Glauben Sie mir, wenn wir ein Röntgen gemacht haben und das Röntgen, der Röntgenbefund negativ ist, also wir nichts finden, ja, dann können Sie jederzeit schnell nach Hause. Das können Sie auch schon überziehen. Okay, alles klar. Na gut, dann machen wir das. Patienten, die mit starken Schmerzen bei uns sind und die Untersuchungen verweigern, weil sie irgendwie erst arbeiten müssen oder auch die Untersuchung verschieben möchten, das kann ich absolut nicht verstehen, denn die Gesundheit steht schon an oberster Priorität und das sollte schon wirklich allen bewusst sein. Bei der alleinerziehenden Mutter und Journalistin steht die Gesundheit aber offenbar nicht an erster Stelle. Als nämlich wenig später Claudias Schwester mit dem kleinen Tim auf der orthopädischen Station erscheint, fehlt von der 32-Jährigen jede Spur. Ich bin Johanna Burini, ich suche meine Schwester Claudia. Okay. Die sitzt vorne noch im Wartebereich, da sind Sie doch hergekommen, oder nicht? Ja,
Ich habe sie aber da nicht gerade nicht gesehen. Ich habe sie abgesetzt, weil ich wollte jetzt mit ihr zum Röntgen gehen. Genau, die war denn zum Röntgen? Die hatte so Rückenschmerzen spontan. Aber ich dachte, die seien psychosomatisch. Es könnte natürlich so sein, was Muskuläres sein, aber wir wollen das natürlich erstmal abklären, ob da nicht generell vielleicht was Knöchernes auch dabei sein könnte. Deswegen machen wir erstmal diese radiologische Untersuchung, einmal die Durchleuchtung und dann so gucken. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht Schlimmes. Da ist er. Ah. Ich hab sie schon gesucht. Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Was machst du hier? Ach, Claudia, ich mach mir solche Sorgen. Nee, du machst wieder aus einer Mücke eine Elefantin. Was soll denn das? Also, ich kann dein Verhalten aber jetzt gerade überhaupt nicht verstehen. Es ist alles okay, wir gehen jetzt nach Hause. Und das mit dem Röntgen, das dauert mir auch zu lange. Ich muss den Artikel noch fertig machen und der ganze Aufruhr wieder für nichts. Ja, es ist alles gar nicht so dramatisch. Ich komme dann noch mal und dann machen wir das Röntgen ein andermal. Ja, du kannst aber jetzt nicht die Arbeit vor deine Gesundheit stellen. Ich brauche den Job, ich liebe den Job, das weißt du. Und so dramatisch ist es nicht. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier permanent Schmerzen habe oder irgendwas. Ja, das kann man in Ruhe noch mal machen. Das ist jetzt wirklich nichts. Komm, Sie hatten ja eben Schmerzen. Jetzt haben wir einmal die Möglichkeit, dass wir das Röntgen jetzt machen können. Das wird jetzt auch nicht mehr lange dauern. Ne? Ich wollte Sie jetzt eigentlich hinbringen. Mhm. Ich würde mir das schon gut überlegen. Nee, mir geht es auch irgendwie. Ich bin jetzt auch durch und ich möchte jetzt auch nicht mehr. Ich möchte einfach wirklich jetzt nach Hause. Ja. Oh, das ist kannst Kind. Du bitte zum Röntgen gehen? Nein, ich möchte, dass wir jetzt einfach gehen, ja? Was ist los? Was hast du? Was hast du? Lass los. Ich hab ihn. Ist es jetzt gerade? Tat Ihnen das gerade weh? Ja, irgendwie hat es ganz komisch alles okay? Ich dachte, Sie hatten das mit dem Rückenproblem. Darf ich mal schauen? Jetzt kannst du das Telefon halten. Das ist gerade schon vorher gewesen? Nee. Ah. Okay. Oh. Das tut schon weh, wenn wir so machen? Ja. Oh Gott, meine arme Schwester. Schau mal, da könnten wir dann noch mal schauen, dass du noch mal anrufst. Und dann, dass wir noch mal den Oberarm bitte in zwei Ebenen haben. Ich gehe ja sowieso mit, dann kann ich denen das ja sagen unten. Doch, das machen wir jetzt. Jetzt kommst du einfach mit, wir gehen jetzt mal zum Wir tauschen das einmal. Ich hab jetzt wirklich das nehmen Sie. Lassen Sie die Tasche doch auch hier, die brauchen Sie doch jetzt auch nicht wirklich, oder? Ich. Ja, also wir stellen es nicht. Das ist alles ein bisschen übertrieben. Ja, aber Sie sehen ja, dass schon bei den kleinsten Bewegungen Schmerzen vorhanden sind. Also schauen wir uns erstmal die Wirbelsäule gleich an. Das scheint mir jetzt eher was Akutes zu sein. Das kann muskulär sein, kann aber auch vielleicht hier im Gelenk sein, kann in der Schulter sein, es kann was an der Sehnenstruktur sein, es kann was am Knochen sein. Sie können dann niemals Ihr Kind heben. Jetzt kommen Sie mal mit, wir gehen zum Röntgen. Anna, ja? Sind Sie die Frau Borini? Ich nehme Sie mit. Lassen Sie bitte den Radiologiebescheid Oberarm noch. Ja. Oder an den halten Sie bitte in der Schonhaltung mit der anderen Hand genau. Genau, kommen Sie einmal mit. Sie können ja hier oben warten. Ja. Ich zeige Ihnen, wo der Wartebereich ist. Ja, okay. Kommen Sie einmal mit. Genau, das ist der Kaffee noch von Ihrer. Also Sie können einmal hier hinten sitzen. Das Röntgenbild des rechten Oberarmes zeigte uns eine klare Fraktur. Leider war diese Fraktur auch noch etwas verschoben. Also die beiden Frakturenden waren nicht genau wieder aufeinander. Und die Fraktur war leicht spiralförmig. Und das ist eine klinische Indikation, da können wir nicht mit einem normalen Gips arbeiten und den Bruch konservativ therapieren, sondern hier muss man direkt operieren. Anders kann man den Bruch hier nicht vernünftig wieder schließen. Und auch die Röntgenbilder der Wirbelsäule hatten eine Überraschung offen. Als Claudia später für die Operation vorbereitet wird, liegen die Nerven der 32-Jährigen blank. Schließlich droht der Reporterin kurz nach dem Wiedereinstieg eine unfreiwillige Jobpause. Der gebrochene Arm soll aber nicht das einzige Problem der Alleinerziehenden sein. Hallo, Frau Borini. Hallo. Ist natürlich super ärgerlich, dass das jetzt so schnell ging, ne? Irgendwie kommt momentan wirklich eins aufs andere. Es ist alles nicht mehr normal. Wie lange wird es denn dauern, bis das abgeheilt ist? Ja, ich will da jetzt präoperativ jetzt nicht zu viel versprechen, aber Sie können sich das ja selber noch mal anschauen. Ich habe ihm das ja schon im Vorgespräch erklärt. Da müssen wir hier mit einer Platte arbeiten. Wir wollen natürlich auch gucken, dass wir einen relativ kleinen Narbenverlauf haben. Tja, also generell muss ich sagen, durch so eine einfache kleine Bewegung wie so ein Kind hochzuheben, kann das eigentlich nicht passieren. Und deswegen habe ich eigentlich noch ein paar andere Fragen. Sagen Sie mal, diese Rückenschmerzen, mit denen Sie ja eigentlich initial bei uns waren, beziehungsweise zu denen ich Sie zur Untersuchung gedrängt habe, da haben wir ja auch Bilder anfertigen lassen. Und was ich da mal frage, sind irgendwelche degenerativen Knochenerkrankungen in der Familie bekannt? Also damit meine ich zum Beispiel, ist Rheuma bei Ihnen bekannt? Nein. Ist Osteoporose zum Beispiel bei Ihnen bekannt Nein. oder sowas? Nein. Noch nie gehört? Nein. Okay. Beim Blut war es jetzt auch so, dass Ihr Kalziumwert ein bisschen niedrig war präoperativ. Ja, haben die Anästhesisten schon Bescheid gesagt. Es geht nur so ein bisschen darum, in Ihrer Familie haben gerade die weiblichen Personen, zum Beispiel die Großmutter, wenn Sie sich zurückerinnern, oder die Urgroßeltern, sind die vielleicht manchmal so ein bisschen gekrümmt gegangen oder hatten die auch starke Rückenschmerzen im hohen Alter, sowas? Nein, gar nichts. Nein, gar nichts. Warum ist das denn? Ja, das Problem ist, so ein einfacher Knochenbruch, der aus dem Nichts quasi kommt, klar, das kann immer eine Stressfraktur, ein Ermüdungsbruch sein. Und zum anderen ist es so,
Die Knochenstruktur, die sieht ein bisschen eigenartig aus und deswegen, Frau Borini, werden wir nach der Operation, werden wir sie nochmal anders durchleuchten müssen, unter einem anderen radiologischen Verfahren und eventuell eine Knochendichtemessung machen. Was aber bringt das, diese Knochendichte zu messen? Das könnte uns vielleicht auf einen Tipp bringen, warum der Oberarmkopf gebrochen ist, beziehungsweise warum Sie Rückenschmerzen haben. Aber ich will Sie jetzt vor der Operation jetzt hier nicht so weit verunsichern. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf den Oberarm. Der Verdacht des Arztes ist ein Schock für Claudia, die Angst um ihre berufliche Existenz hat. Als sie nach überstandener OP am folgenden Tag Besuch von ihrer Schwester bekommt, führt die alleinerziehende Journalistin gerade ein Telefonat von weitreichender Bedeutung. Hallo. Hallo. Wir wollten jetzt gerade nicht stören. Hey. Ja, dann ist die Mama. Ach, es gibt super gute Neuigkeiten. Mein Job ist safe. Es ist jetzt alles gut. Wie stand er denn auf der Kippe? Ja, deswegen war ich auch die ganze Zeit so völlig in Nervenbündel und so von der Rolle. Es gab so ein bisschen einen Konkurrenzkampf mit einer Kollegin und entweder sie oder ich. Und deswegen musste auch dieser Artikel unbedingt fertig werden. Aber den habe ich auch rübergeschickt. Wann haben Sie das denn gemacht? Wann haben Sie den geschrieben? Einhändig. Bin's doch. Aber der Chef ist super zufrieden mit dem ersten Entwurf. Und jetzt haben wir gerade telefoniert und jetzt ist alles safe. Und das ist einfach nur gut. Sie sind ja eine. Hallo. Sie sollen sich doch hier erholen. Sie sollen doch gesund werden. Es ist doch aber so, dass ich auch irgendwo mein Kind ernähren muss. Und wenn man einfach nicht weiß, ob man seinen Job behalten kann oder nicht, ist das natürlich eine Anspannung. Das gibt man auch dem Kind weiter. Und dann, du hast einfach keine ruhigen Nächte. Und es dreht sich alles darum. Ist doch klar. Klar, aber das ist auch absolut verständlich. Ja, na dann, Hauptsache, du bist glücklich, ne? Frau Borini, die Schmerzen im Arm, die werden natürlich noch ein bisschen da sein. Sie kriegen ja die Schmerzmedikation mittlerweile oral, nicht mehr über die Infusion, je nach Bedarf. Grund, warum ich noch mal da bin, ich hatte Ihnen ja schon gesagt, dass wir so eine Knochendichte-Messung machen müssen. Ja? Und dass wir noch mal generell die Knochenstruktur noch mal ein bisschen genauer anschauen müssen, auch in einem anderen radiologischen Verfahren. Ich hatte Sie ja schon gefragt, ob in Ihrer Familie sowas vorgekommen ist, dass dort Osteoporose bekannt ist. Wie Osteoporose? Ich dachte, sowas kriegen nur alte Menschen. Es ist leider ein Trugschluss. Osteoporose ist eigentlich nur ein kompliziertes Wort dafür, dass es einen gewissen Prozess beschreibt. Es beschreibt den Prozess des Knochenabbaus. Der Knochen, der muss immer versorgt werden, der hat auch eine gewisse Grundelastizität, auch wenn man sich das so nicht vorstellen kann, weil er sehr hart ist. Aber innen drin besteht er aus ganz vielen vernetzten Gewebestrukturen. Diese werden etwas poröser, etwas starrer, etwas brüchiger. Und diesen Prozess, diesen Abbau, den nennen wir Osteoporose. Normalerweise haben wir das erst bei meistens weiblichen Patientinnen über 60 Jahren. Aber es ist nicht nur eine alte Leute-Krankheit, es kann auch schon vorher kommen. Sie haben gestillt. Wir haben im Blut einen relativ geringen Kalziumwert bei Ihnen festgestellt. Okay. Zudem haben wir diese Osteoporosezeichen, also wir haben in der Knochenstruktur eine Irritation, die uns verrät, dass das ein erstes Indiz auf Osteoporose sein kann. Und wir haben einen Bruch eines relativ stabilen Knochens, normalerweise des Oberarmknochens, bei einer ganz einfachen Situation. Mhm. Wenn ich das alles so zusammenziele, dann könnte es sein, beziehungsweise würde Diagnose Schwangerschaftsosteoporose passen. Oh Gott, das klingt ja furchtbar. Das heißt folgendermaßen: Sie haben ja hier ein kleines Energiebündel, was auch an Ihnen, von Ihnen ernährt werden muss. Und der braucht natürlich relativ viel Kalzium, Vitamin D zum Beispiel. Und das saugt er wortwörtlich bei Ihnen raus. Okay. Ja. Aber das klingt so furchtbar, Schwangerschaftsosteoporose. Habe ich da jetzt bleibende Schäden oder wird das jetzt immer so sein, dass meine Knochen irgendwie labil sind? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Frau Borini, also, wir werden das folgendermaßen machen. Das ist so eine Überschrift und da kann ich mir irgendwie gar nichts so richtig vorstellen. Die Medikation sieht eigentlich relativ einfach aus. Mhm. Das, was Ihnen fehlt, das führen wir wieder zu. Das ist ein Calcium-D3-Carbonat-Mix. Das wird Ihnen wie in der Tagesform verabreicht. Das nehmen Sie ganz normal als Medikament auf. Und dann werden wir die Kontrollmessungen machen. Kommt die Krankheit denn damit wieder zum Stillstand? Oder? Das hoffen wir. Also wir werden natürlich dann immer häufiger jetzt Bluttests machen, das gucken, eventuell noch mal eine Verlaufsknochendichte-Messung machen. Ich denke aber, dass sich das ganz gut wieder einpendeln wird. Aber auch an Sie natürlich der Rat, als Schwester, nicht, dass wir hier eine familiäre Disposition haben, dass natürlich auch wir bei Ihnen mal Blut abnehmen, mal nachschauen. Okay. Nicht, dass das vielleicht in der Familie doch bekannt war, aber bisher immer unentdeckt war. Okay. Es lässt sich aber alles ganz gut therapieren. Nach 3 Tagen durfte Claudia die Klinik verlassen. Mithilfe ihrer Schwester hat sie die Wochen bis zur vollständigen Genesung bewältigt und ist mittlerweile beschwerdefrei. Kind und Job bekommt die Journalistin nun gut unter einen Hut, da sie einen Gutteil ihrer Arbeit von zu Hause aus erledigen kann.